1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen im 1Live Talk Radio. Freitagnacht, wie immer, eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann ran ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. So, der erste Anrufer heute Nacht heißt Marco und ist 28 Jahre alt. Hallo Marco. Hallöchen Jürgen, Hallöchen. Ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Um was geht's? Und zwar wollte ich mal, ich habe jetzt im Laufe der Woche, ich sag mal, viele Sendungen von dir gehört und dann kam es immer wieder zur Aussprache, dass die Mädels bei dir angerufen haben, beziehungsweise die Frauen und immer, ich sag mal, meinten, dass die Männer, ich sag mal, immer nicht, also nachgiebig werden, sprich was Beziehungen angeht, Verhältnisse angeht. Und ich wollte einfach jetzt nur mal klarstellen, dass es mit uns Männern, ich sag mal, ja auch nicht so einfach ist, weil ich selber habe eine Beziehung seit circa jetzt 13, fast 14 Monaten mit einer verheirateten Frau. Mhm. Und sie hat ein Kind. Mhm. Und ja, und ich stehe jetzt so praktisch als Liebhaber dabei und weiß nicht mehr so recht, ich sag mal, wo das noch hinführt. Oder werde ich, sag mal, mittlerweile so langsam ungeduldig. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hat sich das ergeben? Und zwar, ja, also wie gesagt, ich bin selbstständig, habe sie halt eingestellt. Na, ach, und, nee, ja. Weiß ich nicht. Du bist selbstständig, also sie arbeitet bei dir. Genau, richtig. Ah ja, mhm, ja. So, und ja, irgendwann ist es halt so gekommen, dass man natürlich, sag mal, halt im Job, ich sag mal, auch, ich sag mal, ein bisschen über private Dinge redet. Mhm. Und dann ist halt, ne, sie hat ihre Beziehung, ich habe halt mein Verhältnis, wie ich halt lebe, ich sag mal, erzählt. Und dann sag mal halt, und irgendwann. Ach, du bist auch in einer Beziehung? Nee, ich war in einer Beziehung. Also ja. Das heißt, ich bin ja schon lange getrennt, seit über ein Jahr gewesen. Also du bist solo, sie ist in einer Beziehung. Genau, richtig. Und sie hat ein Kind. Genau, richtig. Und sie ist deine Angestellte. Genau. Schwierig, ne? Ja, klar. Verdammt schwierig. Verdammt schwer. Einfach, ja. 14 Monate läuft das. Ja. Wie lange soll es noch laufen? Ja, also es scheint jetzt langsam dem Ende zuzugehen, aber das tut es, ich sag mal, ja schon seit ja, fast, ich sag mal, 8 Monaten. Mhm. Jetzt habe ich deine Einleitungsrede gar nicht richtig verstanden. Was meinst du denn hier, in welcher Rolle du als Mann in dieser Beziehung jetzt bist und steckst? Also ich sag mal, die Rolle, also ich weiß es nicht so recht, weil ich sag mal, ich will sie, sag mal, nicht so unter Druck setzen, weil ich sag mal, ich habe genau dasselbe schon hinter mir und habe einfach gedacht, okay, sie lässt ja Zeit, weil sie muss alles selber entscheiden. Ja. Bist du denn richtig verknallt in die Frau? Richtig, ja. Aber richtig, voll. Ja, also ich sag mal, am Anfang war es halt nicht so, aber nach und nach ist halt so gewesen, ne, ich sag mal, okay, sie war verheiratet und weiß ja nicht, was draus wird. Ja. Und nach, ich sag mal, ist das immer stärker geworden. Jetzt mittlerweile ist es halt so, dass ich halt mittlerweile schon richtig eifersüchtig bin, weil ich immer weiß, oh, sie geht zurück, obwohl sie ja nicht mehr ganz zurückgeht. Mhm. Das heißt, die Beziehung zwischen ihr und ihrem Partner ist auch nicht mehr in Ordnung. Ja, genau, das war eigentlich der Punkt, warum wir uns eigentlich näher gekommen sind. Siehst du denn eine Perspektive? Du hast gerade gesagt, du hast eine Andeutung gemacht. Wie sieht die Perspektive aus? Schluss machen oder hast du die Hoffnung, dass du sie bekommst? Nein, um Gottes Willen. Ich wollte eigentlich, sag mal, nur mal klarstellen, weil die Frauen immer hingegangen sind, gesagt haben, okay, wir Männer, sag mal, wir können keine Entscheidung treffen. Aber letztendlich sind es die Frauen, die ein bisschen klamm in Entscheidungen sind, weil, sag mal, also, die sind nicht konsequent. Mhm. Du meinst, sie trifft keine Entscheidung, sie lässt das irgendwie so laufen. Ja. Sie hängt an ihrem Mann, obwohl das gar nicht mehr so richtig toll ist. Nein, sie hängt nicht an ihrem Mann, sie hat einfach bloß Angst, weil, sag mal, sie hat halt Angst um ihr Kind, dass halt jetzt, wenn der Streit losbricht, dass sie halt das Kind verliert, weil, sag mal, was halt mit dem Kind passiert und diesem jenes. Wie alt ist das Kind? 3,5 Jahre. Ja. Mhm. Aber sie liebt ihn nicht mehr. Nee, lieben tut sie nicht mehr, um Gottes Willen. Bloß sie verstrickt sich in Lügen und diesem jenes und weiß natürlich selber nicht so recht, wie sag mal, ne? Welche Haltung hast du denn? Sagst du, pass mal auf, Mädel, das geht vielleicht jetzt noch ein paar Monate und dann muss ich eine Entscheidung haben oder was sagst du? Ich habe das jetzt schon öfters, ich sag mal, probiert, eine Entscheidung zu treffen, bloß das Problem ist, ich liebe sie halt so und ich kann selber in dieser Situation, ich sag mal, nicht wirklich konsequent sein. Ich möchte natürlich, dass so schnell wie möglich beendet wird, aber... Weil 14 Monate ist ja schon lang, ne? Wenn das 14 Monate läuft. Klar. Das ist wirklich verdammt lang. Ich finde solche Beziehungen immer schwierig. Und alles das, was ich hier erzählt bekomme, bestätigt das auch. Ja. Ich glaube, dass man das nicht zu lange laufen lassen darf. Von keiner Seite. Und 14 Monate finde ich eigentlich fast schon zu lang. Sie muss eine Entscheidung fällen. Sie muss es tun. Und sie wäre nicht die erste auch Mutter, die sich von dem Erzeuger des Kindes trennt. Und man wird auch eine einvernehmliche Lösung finden.
Natürlich hat sie Angst. Natürlich ist alles immer kompliziert, logisch. Ja. Aber das Leben, was sie jetzt führt, ist auch nicht toll. Das ist verlogen. Ja, ja, klar. Ne? So. Und vielleicht wäre eine viel bessere Zukunft dann für euch alle zu erwarten, wenn sie einen klaren Schritt macht und sagt, okay, ich gehe zu Marco. Ja, klar. Sie ist halt im Moment halt noch beeinflussbar, weil sie halt ihre Familie um sich hat, ihre Schwester und ich sag mal ihre Familie, dass die halt denken, okay, ne, du bist verheiratet, du hast ein Kind und jetzt machst du wegen einem anderen Mann Schluss. Mhm. Ja, und ich sag mal, aber dass die Beziehung mit ihrem Mann halt im Arsch ist, das ist halt, ich sag mal, was die Familie nicht versteht. Und davor hat sie halt Angst, dass er halt, ich sag mal, da falsch verstanden wird. Ja gut, aber die Familie ist eben auch nicht mit dem Typ zusammen. Ne? Ja, ich weiß, das ist ihr Leben. Wie macht ihr das denn eigentlich in der Firma? Ist das ganz streng geheim alles? Nein, also um Gottes Willen, also in der Firma, sag mal, läuft das alles, ich sag mal, normal ab, aber ne, ist es halt nicht angenehm. Ist aber, weil die meisten, also ein paar Leute wissen es halt auch, halt, dass wir halt eine Beziehung haben und aber ne, nach ist außen das, ist es nicht immer so einfach. Eine große Firma? Ein Handwerksbetrieb, sagst du? Nee. Ich bin im Finanzdienstleistungsgewerbe tätig und so. Ne, ich habe ein eigenes Büro und ja. Ja, okay. Ja, also Marco, ich finde, nach 14 Monaten hast du das Recht, ein bisschen mehr Druck zu machen, finde ich schon. Das ist einfach gesagt. Ja, ich weiß. Aber, ich will ja auch nicht wehtun. Nein, aber klar, ich weiß, das ist natürlich eine Gratwanderung. Aber man darf da auch nicht zu nachgiebig sein. Also sie muss eine Entscheidung fällen. Das kann ja nicht ewig so weiterlaufen. Es besteht ja auch die Gefahr, dass eure Liebe, die offensichtlich wirklich eine Liebe ist, eure Beziehung, dass die wirklich kaputt geht. Ich weiß, und das ist halt der Punkt. Das heißt, wir streiten uns ja nur deswegen, ja, weil ich halt immer das Gefühl habe, ich weiß ja nie wirklich, was bei ihr zu Hause abläuft. Sie sagt mir zwar immer das Gegenteil, aber sie verstrickt sich ja halt teilweise in Lügen, obwohl sie es mir gegenüber vielleicht gar nicht ernst meint. Also ich würde eine härtere Linie fahren, ohne sie jetzt zu sehr unter Druck zu setzen, Marco. Ja. Ja. Alles Gute. Okay. Mein Lieber, tschüss. Liebe, danke. Tschüss. Liebe Leute, morgen Promi-Talk bei uns. Morgen ist Grand Prix-Tag. Und morgen haben wir ganz passend zu dem Grand Prix den großen deutschen Grand Prix-Star Nicole bei uns zu Gast. Morgen 23.45 Uhr im WDR Fernsehen ist Nicole mein Gast. Und ihr könnt euch auch mit Nicole unterhalten, über ihre Karriere, über private Fragen, egal was, vielleicht über die Schlagerbranche, über das Popgeschäft, das Showgeschäft. Ihr könnt heute schon mailen, die ganze Woche schon, ihr könnt mailen unter domian@wdr.de. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt die Frage auf, schreibt unbedingt eure Telefonnummer drauf oder ihr ruft morgen ganz einfach an, während der Sendung oder eine Stunde vor der Sendung sind auch schon die Leitungen geschaltet. Morgen mein Promi-Gast Nicole. Unsere große Grand Prix-Siegerin Nicole um 23.45 Uhr hier im WDR Fernsehen. Jasmin, 25 Jahre alt. Hallo Jasmin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, Jasmin. Um was geht's bei dir? Also, ich glaube, ich fange von vorne an. Ja. Und zwar bin ich, wie gesagt, 25 Jahre. Ja. Und habe in meinem Leben zwei Beziehungen gehabt. Mhm. Die letzte Beziehung ging 1999 kaputt. Mhm. Und das war keine schöne Beziehung, also ist auch ein Kind draus entstanden und ich wurde auch geschlagen von dem Mann. Wie lange dauerte diese Beziehung? Knapp 2,5 Jahre. Ja. Und irgendwann habe ich halt einen Schlussstrich gezogen, habe dann 5 Jahre nicht geschafft, irgendwie Vertrauen zu Männern zu fassen. Mhm. Und habe einen Mann vor 2 Jahren kennengelernt, mit dem bin ich jetzt seit 2 Wochen zusammen. Mhm. Kann ihm aber irgendwie nicht richtig vertrauen, beziehungsweise ich vertraue ihm, mhm. aber zum Beispiel, wenn er dann zu mir nach Hause kommen will oder so, ist es wie eine Sperre bei mir drin, dass ich ihn nicht reinlassen kann oder ihm dann kurz vorher absage und dann, das war heute Abend jetzt zum Beispiel wieder, dass er kommen wollte und ich ihm dann eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher abgesagt habe und dann... Was genau macht die Sperre aus? Versuch mal zu erklären. Ich kann das irgendwie gar nicht genau erklären. Es ist dann einfach so, dass dann irgendwie alles in mir Nein sagt. Ja. Und es ist ganz komisch. Auch was jetzt noch nicht mal gegen ihn ist, weil ich mag ihn echt gerne und ich kann mir viel mit ihm vorstellen. Und aber, das ist ja schon erstaunlich, dass diese letzte Beziehung immerhin 1999 zu Ende gegangen ist. Ja. Und dass du offensichtlich jetzt noch an den Nachwirkungen leidest. Ja. Das sagt mir... Oder ich vermute, dass diese Beziehung, du hast ja gerade auch die Andeutung gemacht, sehr schlimm war für dich. Also war sehr schlimm, ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, also mein Gott, das war damals meine erste große Liebe und ich habe viel, viel machen lassen mit mir. Was hast du mit dir machen lassen? Oder was hat er mit dir Schlimmes gemacht?
Er hat mich geschlagen, er hat mich getreten, er hat mich, was jetzt vielleicht noch nicht so schlimm ist, er hat mich betrogen, er hat mich gedemütigt, er hat mich eingesperrt, also ich durfte auch nicht immer raus. Mhm. Getrennt, der Trennungsgrund war ja dann... Das will ich mal fragen, diese geschlagen, eingesperrt, getreten, das sagt sich alles so in einem Satz schnell dahin, aber hinter jedem Wort steckt ja ein Drama. Ja. Ist das immer und immer wieder vorgekommen? Es ist öfters vorgekommen, aber ich kann dir jetzt sagen, dass es irgendwann gar nicht mehr wehgetan hat. Also irgendwann habe ich es dann auch provoziert und aber es hat mir nicht mehr wehgetan. Weil du abgeschaltet hast? Ja. Aber umso schlimmer, ne? Hat er dich, lass mich noch fragen, hat er dich so geschlagen, dass du auch verletzt warst ab und zu? Also es war nie so schlimm, dass ich jetzt ins Krankenhaus musste. Da hat er schon geguckt, aber ich habe schon geblutet, ja. Und wir haben auch ein Kind zusammen. Ja, hat das schon gesagt. Das Ende, hast du das geschafft? Das habe ich gemacht. Du hast gesagt, jetzt ist Schluss, ich gehe. Genau, aber das war auch nur, weil er die Hand gegen meinen Sohn erhoben hat. Ja, der da ja auch noch klein war, ne? Der war 4 Wochen alt, ja. Da hat er die Hand gegen das kleine Kind erhoben? Ja. Er wollte das kleine Kind schlagen? Er hat es geschlagen. Diesen kleinen Bo? Ja. Weil er geschrien hat, oder was? Er war sehr krank, mein Sohn, am Anfang. Und hat halt sehr Bauchschmerzen gehabt und dann hat er nachts geschrien und irgendwann höre ich nur Klatsch und das war dann auch der Trennungsgrund. Unglaublich. Ist das dann relativ einfach gelaufen oder hat er dich dann auch nochmal unter Druck gesetzt und wollte das nicht akzeptieren, dass du gehst? Er hat sich dann ziemlich schnell irgendwie mit anderen Frauen getröstet. Also es war dann... Es gab 2 Beziehungen davor, also auch noch eine, vor dieser schlimmen Beziehung. Nein. Diese Beziehung und meine jetzige Beziehung. Ach so, die ja noch gar keine richtige Beziehung ist. Ja, wir sind jetzt seit 2 Wochen im Jahr. Ja, genau. Ach so, ich dachte, also im Prinzip hast du mit einem Mann erst eine richtige Vergangenheit gehabt, ne? Ja. Eine richtige Beziehung gehabt. Und die war die Hölle. Genau. Mhm. Dann wundert mich das nicht, wenn auch jetzt so viele Jahre vergangen sind, dass du so schreckhaft bist. Ja. Und dass du so Angst hast und dass du wahrscheinlich voller Misstrauen bist einem Mann gegenüber, was da alles passieren könnte. Und wenn der jetzt noch so nett ist. Ja, es tut mir halt total leid und es tut mir auch weh. Weil hast du ihm immer so ein bisschen von deiner Vergangenheit erzählt? Ja, wir kennen uns ja jetzt 2 Jahre, also er weiß schon einiges. Er weiß nicht alles, aber... Ah, ihr kennt euch schon 2 Jahre? Ja. Und wie kommt das jetzt, dass es jetzt dann doch relativ frisch erst zu einer Beziehung geworden ist? Das für mich auch so ist, also ich kann mich echt nicht auf Menschen einlassen. Mhm. Und ich habe dann auch mal so ein bisschen Angst, mein Sohn und so, und achte dann immer auch ein bisschen auf meinen Sohn. Und ich weiß es nicht, also wieso jetzt seit 2 Wochen, also es hätte auch schon vor einem halben Jahr passieren können. Also war das vorher so eine Art guter Bekannter oder Freund gar? Wir haben uns nicht oft gesehen, wir haben viel telefoniert, weil das für mich irgendwie die sicherere Variante war. Ich verstehe. Das heißt, der weiß schon einiges von dir und ihr habt euch schon aneinander angetastet. Weiß der auch diese heftigen Sachen von deiner Beziehung? Er weiß, dass ich eingesperrt worden bin, das weiß er. Du sagst das mit ihm eingesperrt. Wo hat dich dein ehemaliger Partner eingesperrt? Bei uns in der Wohnung damals. Und du durftest nicht raus? Ja. Wie oft und wie lange hat er dich eingesperrt? Das kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen, aber wenn er abends weggegangen ist zum Beispiel, er ist abends viel feiern gegangen, dann durfte ich nicht raus. Oder Freundschaften hatte ich ja damals sowieso keine mehr. Also weil er dich beherrschen wollte, ne? Weil er die Hand über dir halten wollte. Ja. Diese neue Beziehung, du nennst es ja schon Beziehung, ist da schon was gelaufen? Nein, gar nicht. Gar nichts, ja. Lustig, dass du es dann Beziehung nennst. Warum nennst du das Beziehung seit 2 Wochen? Wir haben uns ziemlich lange zusammengesetzt und haben darüber gesprochen und sind dann weiterseiten, weil ich liebe ihn ja, also ich habe sehr, sehr starke Gefühle für ihn. Liebe will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich habe sehr, sehr starke Gefühle für ihn. Habt ihr euch angefasst, geküsst zumindest? Wir haben uns schon geküsst, das schon. Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist, Jasmin, offensichtlich magst du diesen Mann schon, wie du gerade ja gesagt hast. Mhm. Ganz wichtig ist, dass du dem von deiner Vergangenheit alles erzählst. Mhm. Dann versteht der auch dein wahrscheinlich merkwürdiges Verhalten, so wie heute Abend. Er versteht es, ja. Mhm. Also er hat mir eben eine SMS auch geschrieben, weil ich mich dann auch 1000 Mal entschuldigt habe. Mhm. Und hat er gemeint, ich müsste mich nicht entschuldigen, er kann das alles verstehen. Ja. Darüber hinaus würde ich dir aber wirklich ganz dringend empfehlen, dass du an dir arbeitest. Ich habe einen Therapieplatz ab in 2 Wochen. Wunderbar. Ja,
Ja, das ist doch auch eine ganz tolle Sache, dass du ihm das sagen kannst. Dass du sagst, pass mal auf, ich hänge da irgendwie in mir fest. Mhm. Ich habe da was Traumatisches erlebt vor ein paar Jahren und komme da nicht raus. Aber ich versuche es. Ich unternehme jetzt was. Ich gehe in eine Therapie. Ja. Das finde ich toll. Das würde mich jetzt, wenn ich an seiner Stelle wäre, würde mich das schon beeindrucken. Und ich glaube, dann wird man auch geduldiger mit der anderen Person, wenn man A weiß, was die erlebt hat und dass sie jetzt auch bereit ist, was zu tun. Also eigentlich bist du auf dem besten Weg, finde ich. Ja. Also du hast üble Sachen erlebt, aber du hast ein Kind, das du sehr liebst. Ne? Mhm. Das muss man ja auch immer das Positive sehen. So, jetzt hast du dich neu verliebt. Offensichtlich ist dann ein Mann, der schon auch Verständnis für dich hat. Mhm. Und du hast eine Therapie eingefädelt. Ist doch super. Das heißt doch, du nimmst doch dein Leben in die Hand. Ist doch toll. Ja, das schon. Aber es tut dann halt auch so weh, wenn ich ihn dann irgendwie enttäuschen muss. Mhm. Und dann, das ist ja auch nicht so, dass ich das irgendwie plane und sage, ich glaube, ich mich nicht mit ihm. Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass du gar nicht Herr deiner selbst bist dann, ne, in dem Moment. Das ist dann, du kannst es einfach dann nicht. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist ja etwas, was in der Therapie auch behandelt wird. Und ich habe die große Hoffnung, wenn das ein guter Therapeut ist, dass er das gemeinsam aufknackt und sich das dann eben auch positiv auswirkt auf deine Beziehung. Ja. Ich bin ganz guter Dinge. Ich hoffe es. Ich bin ganz guter Dinge. Und wie gesagt, sag deinem neuen Freund alles, was in dir vorgeht. Je mehr er weiß, desto mehr Verständnis kann er haben. Weißt du? Das ist wichtig. Ja. Manch ein Mann steht dann wirklich auch da vor Frauen, die in ähnlicher Weise sich verhalten und die wissen nicht, was los ist. Ja. Das macht einen dann ja auch wahnsinnig und bringt einen dann irgendwie auch auf Distanz nach einer Weile. Ja, ich finde es gut, wie es läuft. Und ich drücke dir wirklich die Daumen für die Therapie und bin eigentlich guter Dinge bei dir. Ja, ich hoffe. Ja. Jasmin, alles Liebe. Ich dir. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es bei mir mit dem Jürgen. Und Jürgen ist 31 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Jürgen? Ja, bei mir geht's darum, ich habe einen sehr, sehr kranken Sohn. Der ist erkrankt an spinale Muskelatrophie. Wie alt ist der Junge? Ja, der Junge wird jetzt nächsten Monat 4. Ja, und was, beschreib mal die Krankheit, was genau ist das? Ja, spinale Muskelatrophie ist, ja, er hat im Endeffekt keinen Muskel bis zum ersten Lebensjahr. Er hat keine Muskeln? Nee, also bis zum ersten Lebensjahr, ja, da konnte er sich ein bisschen so im Geh frei bewegen. Auch nicht normal für das Alter, gerade konnte er nicht, aber da konnte er sich noch bewegen. Ja, aber dann nicht mehr, also wie gesagt, da ging das nicht mehr, da konnte er sich nicht mehr bewegen. Das heißt, der kleine Karl jetzt mit seinen 4 Jahren liegt immer? Ja, ja, klar. So. Mhm. Er hat auch jetzt kaum eine Muskulatur am Körper. Nee, er ist 4 Jahre, also wird 4 Jahre und wiegt 10 Kilo. Ach du. Er hat ja nie einen Muskel gehabt. Also er ist immer bettlägerig. Ja, ja, klar. Oder im Kinderwagen, ne? Draußen gehen, aus dem Unternehmen, klar, logisch. Wie ist das bezogen auf die Herzmuskulatur oder den Schießmuskel? Funktioniert das? Ja. Ja, das funktioniert schon, aber es muss schon so ab und zu sein, dass man dann irgendwie ihm dann, wenn er gar nicht kann, das merkt man ja dann, dass er dann auch einen Einlauf kriegt. Mhm. Also ist aber nicht wie die alten Ömerke, so ein Ding, wo man eine Tube reindrücken muss und dann ist gut. Also das ist schon klar. Ja. Auch so mit Essen, das geht nicht ruckzuck. Also man muss im Endeffekt 15 Mahlzeiten auf den Tag verteilen, weil das einfach nicht geht. Und das Herz funktioniert aber normal. Ja, klar. Ja, aber es funktioniert für sein... Eine Krankheit normal. Eine Krankheit normal, ja. Ist er geistig auf dem Stand eines 4-Jährigen oder? Nee. Also mit 1 konnte er noch Mama und Papa sagen und heute kann er das nicht mehr. Also er war jetzt, ja ich glaube, vorgestern in der Röhre drin oder was und haben sie auch bemessen, wie das Gehirn kleiner wird. Das gehört auch zu dieser Krankheit. Ach, das Gehirn wird kleiner. Ja, ja. Je älter er wird, das heißt, je älter er wird, desto schlimmer wird es. Ja, ja, klar. Das heißt, ihr habt einen Schwerstpflegefall in der Familie. Der Junge, der muss rund um die Uhr betreut werden. Ja, gut. Mhm. Macht das deine Frau? Ja, und ich. Und du? Habt ihr noch ein Kind? Ja, klar. Ich hab noch 4 andere Kinder. 4 Kinder? Ja, gut. Wie schafft ihr das denn dann alles? Also dafür habe ich eine sehr, sehr gute Frau und ich mache das eben. Also, ich tick doch wie eine Uhr und gut ist. Du sagst, ich habe noch 4 Kinder. Sind das deine Kinder oder sind das gemeinsame Kinder? Ja, 2 Kinder, die sind schon am Anfang der Beziehung von ihrer Seite da gewesen und wir selbst haben dann nochmal 3 gekriegt mit Strom. Also 2 Mädchen, die andere sind 4 Mädchen und das ist der Junge. Welche Lebenserwartung hat der Kleine? Ja, deswegen müssen wir uns ja schon das Hospiz anschauen. Also 5. 5? Ja, 5. Das heißt, also, es ist sicher, dass er bald sterben wird.
Ja, ja, klar. Mhm. Nimmt er euch wahr? Kann er euch erkennen? Doch. Das schon. Ja. Halt die Augen auch auf. Ja, klar. Mhm. Wenn man Mexikan vorher macht, dann kann er auch lachen oder was. Mhm. Also das geht schon. Also ist nicht so. Also dann hätten wir, wenn das ja nichts mehr wäre, dann würde ich auch sagen, komm hier, dann ist er schon irgendwo anders im Krankenhaus. Mhm. Und dann was sagen, nee, der kann, also der bleibt hier so lange, wie er eben alles machen kann. Kann man denn mit Medikamenten irgendwie ihm noch helfen oder das aufhalten? Oder? Nee, da ist nichts auf. Ja, da könnten sie selber ein Kind auch. Nee, da können die wirklich nichts machen. Mhm. Da sitzen ja Professoren dran, die das dann kontrollieren, auch untereinander austauschen. Ja. Also da ist eine Sache der Unmöglichkeit. Also hätte er das im Säuglingsalter gekriegt, er hatte da im Endeffekt noch Glück, dann hätte er wäre ein halbes Jahr geworden. Also du siehst das als ein Glück an, dass er jetzt doch schon vier Jahre alt geworden ist. Ja, ja. Wenn man so ein krankes Kind hat und das dann da liegen sieht und das man weiß hundertprozentig, dem Jungen wird nie geholfen werden können. Er hat eine nicht heilbare Erkrankung. Ich frage das als Unbeteiligter und du verstehst das bitte nicht falsch. Gibt es da so Gedanken, dass du überlegst, es ist eine Erlösung für ihn, wenn er stirbt? Oder ist der Gedanke an den Tod, wenn der Kleine stirbt, nur verbunden mit Trauer und Verzweiflung? Also, es gibt ja in Deutschland keine Sterbehilfe, aber so wie der sterben wird, das ist auf keinen Fall für ihn eine Erlösung. Nee. Mhm. Also, wie soll das auch gehen? Also, weiß ich nicht. Ihm einfach die Atemmasse wegnehmen? Also, Nein, ja. Ich meine gar nicht, ich meine generell, wenn er verstorben sein wird, meinst du, dass das eine Erlösung von seinem Leiden sein wird? Also das weiß ich nicht. So Jim Ruben, dann merkt man auch an, dass er glücklich ist oder was. Ich weiß nicht, er kennt es ja nicht anders. Er kennt sich ja im Endeffekt nur so. Es kann also durchaus sein, dass er so sich wohlfühlt und das ist halt sein Leben. Er kennt es nicht anders. Seine Geschwister beziehen mich auch im Tag ein. Hast du Angst vor dem Moment, wenn er denn geht? Ja, klar. Du hast gerade Maske gesagt, aber im Moment kann er noch alleine atmen. Ja, aber es wird kommen. Dann kriegt er so, wie viele Leute, die schnarchen und Atemaussetzer haben, die kriegen also auch so eine Apnoe-Maske, glaube ich, nennen die sich. Ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Kriegt er die jetzt auch schon, diese Maske? Nee, bis jetzt ist die Sättigung gut. Ja. Mhm. Also im Endeffekt, wir müssen ja auch ja jetzt alle zwei Wochen immer samstags zur Kontrolle ins Krankenhaus. Mhm. Was wir ja jetzt seit 3 Monaten immer müssen. Also es ist schon so, dass es schon klar ist. Und hast du gerade gesagt, dass ihr auf der Suche seid nach einem Hospiz? Ja. Also nach einem Sterbehaus, so kann man das ja sagen. Ja. Warum wollt ihr ihn in ein Hospiz geben? Warum soll er nicht zu Hause sterben? Nee, das ist es nicht. Ich denke immer, er soll zu Hause sterben. Mhm. Aber wenn das nicht tragbar ist für die anderen Kinder, verstehe. Dann sollte man schon so einen Platz haben. Ja. Ja, vielleicht auch für ihn, wenn er vielleicht noch, mehrere Geräte braucht oder so, dass man ihn da vielleicht besser versorgen kann als zu Hause. Ja, aber das geht schon. Mhm. Also das wird nicht das Problem sein. Mhm. So, also ich weiß auch, ich werde bestimmt derjenige, also Sandra wird ihn nicht in den Arm nehmen. Also wenn er sterben wird, ich werde das machen. Mhm. Ist das schon so besprochen worden? Ansonsten würde Sandra will ich das nicht antun, dann mache ich das. Mhm. Also Sandra ist deine Frau ist die Mutter. Ja, Lebensgefährte, wir sind 10 Jahre zusammen. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. 4 Jahre so ein krankes Kind in der Familie. Wie sehr hat es dein Leben verändert, diese Konfrontation mit dieser schweren Erkrankung? Ja, dass ich ja eine Zeit lang wirklich sehr, sehr manisch depressiv war. Weil mit so etwas warst du wahrscheinlich auch noch nie konfrontiert gewesen vorher, mit so einem schweren Schicksal von einem Menschen? Ja, doch, ich bin im Heim aufgewachsen, wie gesagt, da hatte ich mit einem anderen Mädchen auch jung zusammen, aber der hatte was anderes. Da wussten sie gar nicht hinterher, was er hatte. Immer aufgehört, das Essen verweigert, irgendwann ist er dann verhungert, keiner wusste, was er hatte. Oder was, das ist schon, ich bin so ein Mensch, ich komme damit klar, das zu sehen. Was für mich ein Problem sein wird, ist ein Friedhof zu besuchen. Weil du dann erinnert wirst an die Trauer und dass der Junge einfach nicht mehr bei dir ist. Ja, klar. Geht dir das mehr noch ans Herz als deine Lebensgefährtin?
Ah, ne, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich sehe halt einfach ihre Leute, wo sie damit drüber sprechen können. So, ich habe das auch. Also ich gehe jetzt auch in den, also 2 Wochen auf eine Tagesklinik in Behandlung. Ja, ja. Ich hoffe, das ist 50 Meter von mir entfernt. Ja. Wenn was ist, dann kann ich ja rüberkommen. Ja, ist auch wichtig wahrscheinlich, um einfach mal zu reden und halt das Herz auszuschütten. Ja, das kann ich. Das kann ich. Domian, ich habe ein anderes Problem. Ich war vor 11 Jahren noch stark drogenabhängig. Ach so. Also hast du auch schon einiges hinter dir. Ja, ja, klar. Wie gehen die anderen Kinder mit dem Schicksal des Kleinen um? Ja, also die nehmen das leicht auf. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis 3 Ärzte. Und die sagen ganz, ganz klar, ob im Hospiz, sicherlich sollte man sich das anschauen. Man weiß im Endeffekt nicht, wie sie es aufnehmen, aber die haben das schon oft genug woanders mitgekriegt, dass die Kinder da im Endeffekt kein Problem hätten, das eben zu Hause zu machen auch. Was wünschst du deinem Sohn für seine letzte Zeit? Ja, dass er noch, auch wenn sie kurz was erlebt, halt eben nicht, wie bei anderen Leuten vielleicht ekle kranke Kinder haben oder in der Hütte liegen, im Bett liegen lassen. Also wir haben noch das Glück, er ist klein. Man kann ihn, wenn einer ein Stiefbett liest, also wenn er jetzt 1,80 Meter lang wäre, wäre das natürlich auch was anderes. Also ihr unternehmt auch mit ihm noch was? Ja, ja, klar. Ja. Wie machst du das? Nimmt ihr ihn? Nehmt man Kinderwagen mit. Kinderwagen, ja. Und fahrt ihn dann so rum und hast du den Eindruck, dass mir das gefällt, wenn er so draußen durch die Sonne gefahren wird? Und ja, doch. So, wenn er fit ist, auch, der lacht ja auch, wenn man dann sagt, also wenn Sandra sagt, also ich muss mehr Maxi machen als Sandra, dann sagt, ja, dann lacht er auch, dann weiß er auch, es geht nach draußen, doch, das ist nicht. Das heißt, jetzt dieser Frühling im Moment und dieser Sommer ist etwas ganz Besonderes, weil es vielleicht der letzte sein wird für euch. Ja, klar. Dann wünsche ich dir, Jürgen, dir und deiner Familie, dass ihr sehr intensive Zeiten und intensive Stunden mit dem Kleinen noch verbringen könnt. Und vor allen Dingen wünsche ich von ganzem Herzen, dass der Kleine nicht leiden muss und dass er keine Schmerzen ertragen wird müssen. Das wünsche ich wirklich von ganzem Herzen, wirklich. Ja. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ja, sehr nett. Ja, das machen wir. Dann legst du bitte auf und Magdalena ruft dich gleich an. Ja, alles klar. Alles Gute und schönen Gruß an deine Familie. Jo, danke. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir aussprechen wollt, dann macht das, telefoniert unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Und hier ist Lisa und Lisa ist 20 Jahre alt. Hallo Lisa. Hallo Domian. Hallo Lisa. Es geht darum, ich habe das Vertrauen von meiner Freundin gebrochen und ich bin seit 18 Jahren mit ihr befreundet, also es ist schon so eine Kindergartenfreundschaft gewesen. Also eine ewige Freundschaft. Ja, genau. Kann man sagen. Und, du hast das Vertrauen missbraucht. Genau. Was hast du gemacht? Sie war knapp 4 Jahre lang mit ihrem Freund zusammen und ich stand immer so neben ihr und neben ihrem Freund, also immer so dazwischen. Und ich war dann da richtig eifersüchtig drauf, weil sie hat sich irgendwie immer mehr auf seine Seite gestellt. Ja. Und dann habe ich ihr erzählt, dass er ihr fremdgegangen ist auf einer Party. Was nicht stimmte. Und das fand sie gar nicht gut. Stoppt, das stimmt aber nicht. Nee, das stimmt auch nicht. Ich wollte die einfach irgendwie auseinanderbringen. Und sie hat mir das natürlich auch geglaubt, weil ich meine beste Freundin klar, und Mädchen. Ja. Ja, und dann konnte ich das nicht mehr vor ihr geheim halten. Und dann habe ich ihr halt erzählt, dass es nicht so ist. Und ja, seitdem habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr zu ihr, weil sie ist... Wann ist das passiert? Wann hast du ihr gesagt, pass auf hier, ich habe den Kerl gesehen, wie er fremdgegangen ist? Vor 3 Monaten. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann einen großen Eklat zwischen ihr und ihrem Freund gab. Hat der Freund dich angesprochen? Also Motti hier, wie kannst du denn sowas erzählen? Ich habe ihn einmal danach noch gesehen, da hat er... Ich weiß nicht, ob er es wirklich so bewusst wahrgenommen hat, dass das... Also er hat nicht mich irgendwie angesprochen oder so. Meinst du, er weiß gar nicht, dass du das gestreut hast? Ich denke schon, dass er es weiß, aber ich glaube, er will da jetzt gar nicht mehr, weil er hat ihr die ganze Zeit versucht zu sagen, ja, das stimmt nicht, was sie sagt. Aber wie komisch, wenn ich der Freund wäre, ne? Da wäre das Erste, da würde ich ans Telefon gehen und Lisa anrufen und sagen, Lisa, bist du bescheuert? Was redest du da? Ja, das hat er nicht gemacht. Komisch, ne? Ja, mich wundert es auch, aber ich meine, nach 4 Jahren... Okay, also aber dann hat sie irgendwann das erfahren, du hast es ihr gesagt, dass es nicht stimmte und dann war die wahrscheinlich super sauer. Ja, sie hat am Anfang erstmal, also 2 Wochen oder so, gar nichts
Und dann habe ich hintenrum erfahren, dass, also wie ich sie wirklich mitgenommen hat, weil am Anfang hat sie noch so getan, so wie, ja, kein Problem. Ja. Und dann habe ich eben hintenrum von anderen Freunden erfahren, dass... Was ich auch wieder komisch finde, dass die sagt im ersten Moment als erste Reaktion, ach ja, gar kein Problem. Wenn ich wiederum deine Freundin wäre, wäre ich an die Decke gegangen. Wie kannst du, Lisa? Ne? Auch merkwürdig. Sind die beiden denn noch zusammen oder hat das dazu geführt, dass die wirklich auseinandergekommen sind? Nee, das hat dazu geführt, dass sie jetzt wirklich, also die haben auch überhaupt keinen Kontakt mehr mittlerweile. Ehrlich? Nur aufgrund dieser Sache? Ja. Aber das ist doch merkwürdig. Das heißt, sie muss ihm doch gar nicht vertraut haben. Vor allen Dingen, nachdem du es dann gestanden hast, hätte sie ja sagen müssen, okay, komm, lass uns wieder. Oder war das dann schon so zerrüttet, dass du das verhältst? Ich glaube, das war dann wirklich schon so zerrüttet, dass sie... Das ist aber hart, was du da angerichtet hast. Ja. Mann. Du bist sicher, dass die nicht mehr zusammen sind? Ich bin sicher, dass die nicht mehr zusammen sind, ja. Mhm. So, als du ihr das gestanden hast, hast du das denn zumindest eingepackt in eine ganz fette Entschuldigung? Ja. Aber das hat nichts genutzt? Nee, ich kann es auch verstehen. Ich meine, nach 4 Jahren Beziehung ist es... Aber mich wundert so sehr, dass nach eben, wo du sagst, nach 4 Jahren Beziehung, dass die nur deshalb, wegen eines Gerüchts, es war ja nur ein Gerücht, ja. Ne, du konntest ja, das ja nicht beweisen, dass die deshalb auseinanderkommen, finde ich ganz komisch. Ja, das liegt wahrscheinlich an diesem Vertrauen, das zwischen ihr und mir war. Mhm. Die hat dir das 100%ig geglaubt. Ja. Oh, da hast du einen fetten Fehler gemacht, Lisa. Ja. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, ob das hier wieder einzurenken geht, das weiß ich nicht. Ja, ich hoffe es. Vielleicht, wenn noch ein bisschen Zeit vergeht und hast du denn überlegt, nochmal an sie heranzutreten und dich nochmal zu entschuldigen? Ich habe es wirklich oft versucht, aber sie schaltet halt total auf Durchzug. Wie hast du es denn gemacht? Hast du angerufen oder bist du vorbei? Ich war bei ihr. Ich habe sie auch von der Schule abgeholt, aber... Nichts zu machen? Nee. Ja. Ich würde ihr auch einfach noch Zeit geben. Ich würde ihr vielleicht noch einmal eine SMS schicken oder eine Mail und schreiben nochmal, dass es dir leid tut. Und wenn sie sich irgendwie verändern sollte in ihrer Meinung, dass sie von sich aus dann auf dich zukommt. Das würde ich ihr anbieten. Und dann würde ich auch erstmal gar nichts machen. Weil du kannst mehr als nochmal und nochmal entschuldigen, kannst du ja gar nicht. Ja. Dann muss irgendwann von ihr, müsste dann der Schritt kommen. Vielleicht kommt er nie. Weil ist das Vertrauen so kaputt, dass sie sagt, mit der will ich nie was zu tun haben. Aber vielleicht... Ja, manchmal auf der anderen Seite würde sie ja wirklich 18 Jahre wirkliche Freundschaft kaputt machen. Aber was hat dich denn da für einen Teufel geritten? Du hast am Anfang gesagt, gut, du warst eifersüchtig und hast irgendwie außen vor gestanden. Aber das ist ja mit das Mieseste, was man machen kann, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich habe ihn dann, glaube ich, irgendwann so als eine Art Konkurrent gesehen. Aber du bist nicht irgendwie auch noch verliebt in deine Freundin, das nicht? Nee, nee. Sicher? Ja. Ja? Also keine lesbische Ambition? Nee, das nicht. Also, kann man nur hoffen, also wie gesagt, ich würde ihr nochmal eine SMS oder was schicken, nochmal Entschuldigung, und sie soll entscheiden, wenn sie möchte, dass ihr wieder aufeinander zukommt. Du würdest dich jetzt dann erstmal zurückhalten. Ja, das soll. Ich meine, du kannst nur, man kann ja immer nur aus Fehlern lernen. Ich hoffe, dass das jetzt eine absolute Lektion für dich war, dass du sowas nie wieder tust. Ja. Alle machen Fehler. Jeden passiert. Ich habe auch schon schlimme Sachen gemacht. Letztendlich, das ist nicht mehr rückholbar, dass man das gemacht hat. Aber man kann daraus lernen für die Zukunft. Und das ist auf jeden Fall. Und das ist das Wichtige. Das ist die einzige gute Seite an Fehlern, dass man für die Zukunft halt dann da Konsequenzen rausziehen kann. Lisa. Hoffentlich, ich wünsche euch, dass er vielleicht auch noch mal zueinander kommt, ihr beiden. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Okay, tschüss. Morgen 23.20 Uhr wieder im Fernsehen, Nicole bei Domian. Ein bisschen Frieden, der große Hit, der Superhit des Grand Prix vor 22 Jahren. Der einzige Sieg eines deutschen Künstlers beim Grand Prix. Morgen ist Grand Prix-Tag und morgen ist Nicole bei mir. Und wenn ihr gerne mit Nicole auch sprechen wollt, per Telefon, dann meldet euch am besten schon an unter domian@wdr.de, schreibt die Frage oder das Thema auf die Mail und eure Telefonnummer oder ruft morgen an während der Sendung oder eine Stunde vor der Sendung sind die Leitungen auch schon geschaltet. Die Sendung beginnt um 11:45 und unsere Nummer morgen ist genau dieselbe wie heute, 0800 220 50 50. Stefan, 29 Jahre alt. Hallo Stefan. Tja, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema, Stefan? Also, es geht um Thema Wiedergeburt. Mhm. Ich möchte vorweg sagen, also ich bin ein sehr realistischer Mensch. Also ich glaube normalerweise nicht an Wiedergeburt und Esoterik. Und also ich bin wirklich ein Realist. Ja. Angefangen hat alles, da war ich ungefähr 10 Jahre alt. Und irgendwann komme ich in der Früh in die Küche. Meine Mama, etwas komisch gewesen, sage ich, was los? Sagt sie, ja, ich habe in der Nacht gesprochen. Ja, gut, kann ja passieren. Sagt sie, ja, aber in einer fremden Sprache. Also du hast gesprochen in der Nacht? Ich habe gesprochen. Sagt sie? Sagt sie. Mhm. Also klar und deutlich, irgendwie so skandinavisch, irgendwie so finnisch, irgendwie sowas, die obere Richtung. Ja. Naja, okay, gut. Da war die Mama erstmal irritiert. Die war etwas irritiert. Der Kleine spricht finnisch nachts, was ist mit dem los? Ja, oder wie gesagt, schwedisch, also man wusste es nicht genau. Aber wie gesagt, klar und deutlich. Ja. Aber gut, irgendwie haben wir dann nie wieder darüber gesprochen, keine Ahnung warum. Ungefähr ein halbes Jahr später, meine Eltern waren damals getrennt, ich übernachte bei meinem Vater. Die damalige Freundin kommt in der Früh zu mir, sagt, wie viel Sprachen ich denn spreche. So, ja, mein Deutsch halt, gell? Mhm. Und sag ich, warum? Sag ich, ja, ich habe da in der Nacht gesprochen und so, und das klang irgendwie so, ja, so Finnisch und Schwedisch. Man wusste dann schon, was los ist, aber ich habe da nichts gesagt. Wobei Finnisch und Schwedisch ganz anders klingt. Ja, also wie gesagt, man, das haben die halt wie gesagt, irgendwie skandinavisch. Ja. Man hört ja, ob das ungefähr irgendwie, was ich südländisch ist oder arabisch, aber die meinten, es wäre irgendwie okay. Da oben. Irgendwas, naja, okay, dann Zeitsprung, ungefähr 10 Jahre, also so 1920, bei meiner damaligen Freundin geschlafen, wach in der Früh auf, sagte, ja, ich habe in der Nacht gesprochen. Skandinavisch, schwedisch, finnisch. Wir können es uns jetzt denken, genau. Also genau die gleiche Geschichte. Da wäre ich an deiner Stelle spätestens nachdenklich geworden. Ja, gut, war ich dann auch. Aber gut, ich habe ihr dann die Geschichte erzählt. Und, ja. Aber gut, war dann eigentlich erledigt. Am nächsten Morgen wache ich auf, sie auf dem Sofa geschlafen. Sag ich, was los? Die war echt fertig. Und die hat mir echt komisch angeschaut. Und die hat gesagt, ich bin also in der Nacht im Bett gesessen. Ja. Mit offenen Augen, habe sie angeschaut und habe also mit ihr gesprochen, auch wieder eben in einer anderen Sprache. Mhm. Und hat gesagt, also ich muss eine richtige Ansprache gehalten haben, also wie irgendwie so ein Anführer, der seine Männer jetzt nochmal brieft und gleich in den Kampf zieht. Und das würde ja auch zu meinem Naturell passen. Also alles, was ich im Job oder wie auch immer mache, habe eigentlich immer die Führung gern übernommen. Jetzt bist du 29 Jahre alt. Richtig. Wann war diese Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast? Ja, 1920. Und also seitdem ist wohl nichts mehr passiert. Ach so. Ich habe dann auch nichts mehr gehört. Also 10 Jahre Ruhe. Ja, also gut, ich bin jetzt ein Jahr solo. Ob da was war, weiß ich nicht. Mhm. Aber weißt du, wenn ich auf sowas aufmerksam gemacht würde, was meine Person betrifft, hätte ich doch längst mal nachts irgendwas mitlaufen lassen. Irgendein Aufnahmegerät oder ein Videorekorder, um mir das mal anzugucken. Also es war tatsächlich so, nach dieser Geschichte haben wir dann ein Diktiergerät gekauft. Ja. Und es ist aber nichts mehr passiert dann, komischerweise. Gut, du kannst es ja auch nicht jede Nacht einschalten. Ja, aber Fakt ist nun mal, also keiner dieser drei Personen wusste was davon und alle haben das Gleiche erzählt. Und ich muss dazu sagen, ich bin 1,85 groß, blond, blaue Augen, also es geht schon auch so irgendwie in die richtige, in die nordische Richtung. Vielleicht warst du mal ein Wikinger. Ja, also ohne Schmarrn, aber also wie gesagt, das Problem ist einfach, also normal glaube ich nicht an sowas, aber das ist eine komische Geschichte und worum es mir jetzt einfach geht, meine ich bin jetzt 29, ich laufe jetzt mit dieser Geschichte, also echt mein halbes Leben rum und ich möchte jetzt schon langsam eigentlich mal wissen, was jetzt der Sache ist und das Problem ist einfach, ich kann natürlich jetzt nicht in den gelben Seiten nachschauen und meine, unter was sucht man, da geht man da zum Psychologen, zu einem Hypnotiseur. Da gibt es ja solche Rückführungen, wie auch immer. Sehr schwierig und vieles sehr unseriös. Ja. Sehr schwierig, da etwas zu finden, weil du bist natürlich im spekulativen Bereich. Ne? Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg für Wiedergeburten. Gibt es einfach nicht. Du bist immer im spekulativen oder esoterischen Bereich. Sehr schwierig, da jemanden zu finden, der irgendwann glaubt man daran. Und es gibt, ich bin nicht genau informiert, aber es gibt auch für diese Phänomene, dass Leute im Schlaf gewisse andere Sprachen sprechen. Gibt es auch viele kluge Theorien und Erklärungsmuster, die ich jetzt nicht am Schirm habe im Moment. Bei dir ist es ja noch sehr vage, weil man weiß ja nicht einmal, um welche Sprache es sich handelt. Ja, die Leute sagen irgendwas Nordisches und wie gesagt, Schwedisch und Finnisch klingt komplett verschieden. Mhm. Es kann ja auch sein, dass du einfach wirr geredet hast und das hat sich wie eine Sprache angehört. Kann ja auch sein. Weiß man nicht. Ja, sicher. Ne?
Also ich würde an deiner Stelle erstmal nochmal abwarten, ob sich das wiederholt. Dann würde ich versuchen, wirklich unbedingt das mal aufzunehmen. Und wenn du es dann aufgenommen hast, dann würde ich mich, tja, wo könnte man sich da hinwenden? Müssen wir mal überlegen. Überlegen wir gleich mal gemeinsam, hier bei uns im Hintergrund, wen wir dir empfehlen können, wo du einigermaßen so ein bisschen seriös eine Erklärung oder einen Ansprechpartner hast. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen versucht, im Internet was herauszufinden, aber es gibt natürlich, wie du sagst, sehr viele unseriöse... Wahnsinnige Sachen gibt es da. Wahnsinnigen Schmarrn, also wo man zugemüllt wird mit Unsinn. Sehr schwierig. Aber es ist ja schon interessant, dass das 10 Jahre nicht aufgetreten ist. Ne? Ja, also wie gesagt, in den Jahren danach ist nichts passiert. Also ich habe eigentlich immer Freundin dann damals gehabt. Gut, wie gesagt, jetzt in letzter Zeit. Aber das ist ja auch das Komische, weil zwischen dem ersten, ich sag mal, Schub und dem zweiten Mal waren ja auch ganz, ganz viele Jahre dazwischen. Ja, ist das, schon klar. Das ist immer so schubweise. Und man weiß es eben nicht, ob es nicht vielleicht doch schon mal war, dass eine Freundin zu tief geschlafen hat, die es nicht gehört hat, oder du warst gerade eben nicht in der Beziehung oder sowas und du kriegst es nicht mit. Ich würde einfach mal abwarten, ob es wieder passiert und wie gesagt, das dann aufzeichnen. Und wo man sich dann hinwendet, rufen wir dich gleich nochmal an, überlegt meine Psychologin auch mal. Also das wäre super, weil darum geht es mir eigentlich, dass ihr mir vielleicht irgendwo mal einen Rat oder Tipp geben könnt, weil mich beschäftigt es schon. Du sagst, du bist eigentlich ein rationaler Mensch. Richtig. Würdest du denn gerne daran glauben, dass es sowas gibt? Ja, ehrlich gesagt nein, weil, also, naja gut, ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, man hört ja so viele Geschichten über Wiedergeburt und so weiter. Also, es ist schwierig. Ich habe einmal das Problem, ich glaube normal nur das, was ich sehe und was ich erklären kann, und sowas kann man eigentlich nicht erklären. Nehmen wir mal an, du kämst zu der Überzeugung für dich, ich bin ein wiedergeborenes Wesen, ich habe schon mal gelebt. Welche Konsequenz hätte das für dein jetziges Leben? Eigentlich gar keins. Eben, ich würde genauso weiterleben wie bisher. Es ist zum Beispiel auch so, ich habe mir das auch mal ein bisschen überlegt, wo ich zum Beispiel auch Angst hätte, einfach wenn, angenommen, es würde stimmen mit der Wiedergeburt. Und man würde jetzt so sich zum Hypnotiseur gehen, der würde einen zurückführen, und da sieht man vielleicht auf einmal Sachen oder erlebt dann in diesem Moment Sachen, und ich habe da wirklich auch Angst, irgendwie, dass man da hängen bleibt und einen Knacks bekommt oder irgendwas. Genau, das also ist der Punkt. Ich wäre auch sehr vorsichtig, weil ich glaube, da kann man vielleicht noch viel mehr Schaden anrichten als jetzt. Jetzt ist ja kein Schaden. Ne? Jetzt ist es halt mal passiert, okay, es ist passiert. Aber so komische Rückführungs-Hypnotisierungsgeschichten, wäre ich auch vorsichtig erstmal. Würde ich also mit größter Sorgfalt rangehen und mich da wirklich ausgiebig beraten lassen. Wo man sich beraten lassen könnte, eventuell, gucken wir mal, ob wir dir helfen können. Du legst auf, meine Psychologin Magdalena ruft dich an. Okay, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Servus. 0800 220 5050 und hier ist die Melanie. Melanie ist 22. Ja, hallo. Hallo Melanie, guten Abend. Und zwar, mein Problem ist folgendes: Ich wurde im Alter von 3 bis 5 Jahren von meinem biologischen Vater, also mein richtiger Vater, für mich ist es mein Erzeuger, vergewaltigt. Sexuell missbraucht. Und meine Mutter wurde früher selber auch sexuell missbraucht und vergewaltigt und hat das mit in meine Kindheit reingeschleppt, sag ich mal. Hat sich selber blaue Augen geschlagen und hat sich selber geschlagen. Hat und das zweite. Ja, erzähl mal weiter. Wir sind beide im Beruf der Krankenschwester tätig. Deine Mutter und du? Genau. Ich mache jetzt eine Ausbildung als Krankenschwester. Meine Mutter ist schon Krankenschwester und vor 3 Monaten wurde ich vergewaltigt. Und seitdem bin ich halt wieder ziemlich durcheinander und überfordert mit mir selber. Dein Erzeuger hat dich im Alter zwischen 3 und 5 Jahren sexuell missbraucht. Ja, er hat mich mit dem Gürtel einen hochgeholt, hat mich damit geschlagen, hat sich den Penis vor mir ständig geschrubbelt, sag ich mal, und auch massiv getrunken. Kannst du dich daran ganz real noch erinnern? Durch Träume kann ich mich daran erinnern. Und dann ist es halt irgendwann, die Träume waren ständig Tag und Nacht und häufig und... Bist du diesbezüglich mal psychologisch behandelt worden? Ja, ich war schon im Kindesalter bei der Therapeutin, weil ich auch, sag ich mal, ein bisschen zurückentwickelt war als andere Kinder früher. Ich hatte auch einen Sprachfehler. Meine Mutter hat immer dafür gesorgt, sag ich mal, dass ich eigentlich normal aufwachse. Aber durch was auch mit ihrer Lebensgeschichte war und da sie auch keinen Kontakt mehr mit ihrer Mutter hat, weil meine Mutter sagt, meine Mutter ist eine Spinnerin. Lass mich mal eben noch was fragen. Ist deine Mutter dann mit dir von deinem Erzeuger weggegangen, als du 5 warst?
Meine Mutter hat sich getrennt, ja. Die haben sich getrennt und meine Mutter, die wusste das ja eigentlich gar nicht, weil meine Mutter ist ja arbeiten gegangen, sag ich mal, hat einen Abschied gemacht und mein Vater sollte auf mich aufpassen und hat dann halt die Aber du bist dann mit zu deiner Mutter gegangen und somit warst du dann von ihm weg. Ja, mit 5 Jahren bin ich nicht zu meiner Mutter gegangen, sondern meine Mutter hat sich wegen dem Alkoholismus von ihm getrennt, sondern ich selber habe das erst mit 12 Jahren hochgekriegt, weil ich das alles verdrängt habe, sag ich mal. Wie lange hast du denn dann bei dem Vater noch gelebt? Bis zu deinem 12. Lebensjahr? Nein, bis zu meinem 5. Lebensjahr. Danach hat mein Vater sich nicht mehr um mich gekümmert. Danach gab es nur einen Rechtsstreit, wo meine Eltern... Wo bist du denn da mit deiner Mutter weggegangen? Ja. Also mein Vater, was heißt, mein Vater ist aus der Wohnung ausgezogen und ich wohne seit 22 Jahren in diesem gleichen Haus. Ach so, auf jeden Fall, okay, also müssen wir auch nicht so, klar ist das, ab deinem 5. Lebensjahr war der Vater weg aus deinem Leben, hast du aus dem Weg nehmen. Jetzt ist vor einiger Zeit, sagst du, etwas Schlimmes passiert, du bist Opfer einer Vergewaltigung geworden. Genau. Was ist da genau passiert? Also sag mal, es war jetzt nicht eine Vergewaltigung aus dem typischen Gebüsch, wie man sich das vorstellt, sondern es war einfach eine reine Bekanntschaft, die ich schon länger kannte, wo ich einfach nur mal das Bedürfnis hatte, ein bisschen Zärtlichkeit auszutauschen, zu kuscheln, mich anzunehmen. Und der hat dann die Situation ausgenutzt, sag ich mal, und hat mein Nein nicht akzeptiert, obwohl ich von vornherein gesagt habe, ich möchte keinen Sex haben. Und dann habe ich mich halt, dann habe ich geschlafen und dann bin ich halt durch das Stoßen wach geworden. Ach so, also hat das du hast geschlafen, hat es im Schlaf gemacht, wenn du geschlafen hast. Hast du ihn irgendwie, ist da was raus entstanden? Hast du ihn angezeigt? Oder ich habe ihn angezeigt. Ich warte jetzt noch, was der Rechtsanwalt mir schreiben tut. Das dauert ja einige Monate und ich sitze auf heißen Kohlen, sag ich mal. Und ich bin total überlastet, weil ich jetzt natürlich halt wieder mit meinen alten Gefühlen vermischt bin. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Wahrscheinlich hat das jetzt alles das wieder aufgewühlt, was schon in der Vergangenheit gelandet war, auch durch die Therapie, die du gemacht hast. Ja. Und jetzt geht es dir wahrscheinlich sehr schlecht seelisch. Ja, mir geht's tierisch schlecht und das Problem kommt ja hinzu, dadurch, dass das meiner Mutter auch passiert ist, kommt ihre Rolle wieder hoch. Sie fühlt sich, sie vergleicht mich mit ihrer Situation, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann, weil ich bin eigentlich ein eigenständiger Mensch. Und dadurch bin ich halt total überfordert und ich meine, dadurch, dass ich auch als Krankenschwester arbeite, bin ich sowieso emotional überlastet und ich muss hinzu sagen, meine Mutter war früher auch Alkoholikerin, also bevor ich gezeugt wurde. Und lebst du mit deiner Mutter jetzt immer noch in diesem Haus, in dieser Wohnung? Nein. Also meine Mutter ist seit 16 Jahren verheiratet. Das ist mein Vater für mich. Ach so. Das ist zwar nur mein Stiefvater, aber für mich hat er die Vaterrolle übernommen. Komplett. Melanie, hast du denn überlegt, dass du jetzt in dieser akuten Situation, nachdem das passiert ist, nochmal dir wirklich psychologische Hilfe suchst? Ich mache ja eine Therapie. Ich mache eine Bedarfstherapie. Je nachdem, aber es ist einfach, es bringt... Es reicht nicht und es bringt nichts. Nein, es reicht nicht. Ich weiß nicht, was ich wirklich machen soll. Also da müsste mehr und intensiver dir geholfen werden. Schon, ich sag mal, also momentan tröste ich mich mehr oder minder, sag ich mal so, auch mit Alkohol. Oh. Ja. Das ist natürlich überhaupt keine Lösung. Ich weiß, dass das keine Lösung ist, aber mich beruhigt es. Ja. Hast du gerade auch was getrunken? Nein, jetzt habe ich nichts getrunken. Nein. Aber ich meine, du bist Krankenschwester, muss ich dir nicht erzählen. Das ist natürlich jetzt auch nur so ein, das ist keine Lösung und auch es darf auch nur ganz übergangsmäßig sein. Das Ziel ist, dass du schnell eine ordentliche Hilfe bekommst. Nicht, dass du zur Alkoholikerin wirst, vor allen Dingen, es ist ja schon vorprogrammiert durch deine Mutter. Ja. Dass eine Vorbelastung da besteht. Also ich finde, dass da rundherum jetzt Hilfe und erste Hilfe geleistet werden muss bei dir. Wie man das macht, kümmern wir uns jetzt mal drum. Das heißt, du legst auf und meine Psychologin Magdalena ruft dich an. Okay? Ja, okay. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Thomas, 21. Hier ist Thomas. Hallo. Hallo, Thomas. Hallo. Ja, hallo, Thomas. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe ein Problem. Und zwar lag ich lange Zeit im Koma durch einen Überdruck im Gehirn. Und jetzt hat man das, also wurde ich insgesamt 4-mal am Hirn operiert. 3 davon waren schwerwiegende Operationen. Wann lagst du denn im Koma? Ich bin ins Koma gefallen am 27. Januar 2003. Ja. Wann ich wach geworden bin, weiß ich nicht. Also ich bin auch in der Reha-Klinik wach geworden. Und du bist, weil es einen Überdruck im Gehirn gab? Ja, genau. Woher kam der Überdruck? Das weiß man nicht. Also es kann. Und der kam von heute auf morgen, der Überdruck? Nee, das hatte ich über viele, viele Monate hinweg, hatte ich starke Kopfschmerzen. Ja. Und ich habe das immer ignoriert.
sollte man übersehen. Ich würde auch davor warnen, ehrlich gesagt, weil das ist, wurde dann damals auch gesagt, dass Kopfschmerzen immer einen Grund haben und dem sollte man nachgehen. Mhm. Ja, ja, unbedingt. Also er ist ins Koma gefallen, also höchste Gefahrenstufe. Wie lange im Koma gelegen? Was hast du gerade gesagt? 3 bis 4 Monate. 3 bis 4 Monate. Ich lag danach noch lange im postapallischen Syndrom, das ist ein Koma-ähnlicher Zustand. Und also, dann bist du 4-mal am Gehirn operiert worden? Nee, insgesamt bin ich 4-mal am Gehirn operiert worden. Ja. Also 2 davon waren, also eine war eine vorbereitende OP, da wurde mir nur eine Sonde ans Gehirn gelegt. Mhm. Das war eine Diagnostizierung eben. Was hat man denn am Gehirn dann operiert? Ja, die zweite OP, das war dann so eine Hauptoperation, da ist man mit einem Endoskop, das war ein endoskopischer Eingriff, man ist mit einem Endoskop 16 cm tief in den Kopf reingegangen. Mhm. Man hat eine Verbindung geschaffen zwischen dem 3. und 4. Vertrikel, also das ist Hirnkammer. Ja. Mhm. Ist so. Es wahrscheinlich so kompliziert für uns normale Menschen, das zu verstehen, um was zu machen? Was? Warum hat man da eine Verbindung geschaffen im Gehirn? Dass da so eine Zirkulation entstehen könnte. Ach so, dass eine Zirkulation entstehen könnte. Und dadurch auch verhindert wird, dass es einen Überdruck gibt. Genau. Ja. Und warum musste das mehrmals operiert werden? Naja, dann wurde ich halt entlassen relativ schnell, weil die Diagnostizierung hat sehr lange gedauert. Mhm. Ich lag damals ein halbes Jahr im Krankenhaus ungefähr. Und dann habe ich auch ganz normal wieder gearbeitet. Was arbeitest du? Ich war damals, jetzt bin ich Rentner, damals war ich bei der Post beschäftigt. Du bist jetzt mit 21 schon Rentner? Ja, leider. Wegen der Erkrankung? Ja. Okay, erzähl mal weiter. Ne? Und du bist nach Hause gekommen und dann? Na, dann habe ich halt nochmal weitergearbeitet und dann bin ich umgekippt, weil ich habe halt noch weiter starke Medikamente genommen und habe dadurch nicht gemerkt, dass ich das wieder dicht gesetzt hatte, was sie durchgebohrt hatten. Und ja, dann bin ich halt umgekippt, ins Koma gefallen. Und dann bin ich in der Reha-Klinik wieder aufgewacht und lag damals eben 1,5 Jahre im Krankenhaus insgesamt mit Reha-Klinik-Aufenthalt. Halt, ne? Und ja, nun habe ich halt das Problem, dass meine Hände immer noch geschlossen sind und ich die nicht aufbekomme. Ja. Abgesehen von dem Zeigefinger. Warum die nicht betroffen sind, weiß ich nicht. Das heißt, siehst du mich im Fernsehen im Moment? Ja, genau. Ja, das heißt, die Hände sind wie so eine Faust. Genau. Mhm. Kannst du die Daumen bewegen? Die Daumen und die Zeigefinger kann ich bewegen. Also den linken Zeigefinger auch nur eingeschränkt. Mhm. Also. Wie ist es sonst so? Kannst du die Arme, Beine, Füße bewegen? Anfangs nicht, jetzt kann ich es. Also daran hat man halt in diesem Jahr gearbeitet. Halt, ne? Besteht die Hoffnung, dass durch Training du die Hände wieder bewegen wirst können? Ich wurde an der linken Hand schon einmal operiert. Wurde mir jedenfalls gesagt, dass man seine Sehnenverlängerung vorgenommen hat. Das hat man aber nicht gemacht. Mhm. Also aber ist das nicht ein Gehirnproblem? Denn ein Problem in der Hand? Nee, das war halt durch diese Koma-Zeit. Ach so. Im Koma liegend hatte ich dieselben Symptome wie ein Parkinson-Erkrankter. Mhm. Es gibt mehrere Arten von Parkinson. Mhm. Mhm. Eine davon ist, wo man verkrampft, wo man alles zusammenzieht. Ich verstehe. Und dieses Symptom hatte ich halt. Ja. Und das heißt, du bist mit deinen, ich halte das nochmal fest, mit deinen 21 Jahren, bist du ein schwerkranker Mann, genau. ein Rentner, wie du sagst, und kannst überhaupt nicht das Leben führen, was eigentlich ein normaler 21-Jähriger führt, was du früher geführt hast. Und ich fahre jetzt halt auch beim Krankenhaus, um erneut meine Hand operieren zu lassen, weil ich will mich damit irgendwo nicht abfinden. Ich arbeite zwar ehrenamtlich, weil ich will meine Rente irgendwie nicht einfach so kriegen. Ich will irgendwie was dafür leisten. Lass mich hier eben noch fragen, kannst du aber aufgrund dessen, dass der Daumen und der Zeigefinger beweglich ist, kannst du dich selbst versorgen. Du kannst dich anziehen, du kannst dich waschen, das geht alles. Ja, aber das geht. Das geht. Lebst du alleine oder bei deinen Eltern noch? Ich soll zwar nicht alleine leben, aber ich lebe alleine. Hast du bemerkt, dass nachdem du so schwer erkrankt bist, dass Freunde dich auch im Stich gelassen haben, alleine gelassen? Nein, absolut nicht, gar nicht. Also die sind alle noch da, die früher auch da waren? Ja. Ich habe zwar wenig Freunde, aber die Freunde, die ich habe, die sind sehr, sehr gut. Die haben dir auch beigestanden und haben dich auch immer besucht, als du im Krankenhaus lagst? Ja. Mhm. Und deine Eltern auch? Meine Mutter ist gestorben vor 5 Jahren, also 1999. Mhm. Dezember, kurz vor Weihnachten. Ja. Und dein Vater, wie ist das Verhältnis zum Vater? Früher ganz gut gewesen, im Prinzip heute auch noch gut, bloß er hat jetzt halt eine neue Lebensgefährtin und mit der komme ich nicht wirklich zurecht. Mhm. Also das ist auch ein anderes Thema, da gibt es irgendwie nur Probleme. Hast du auch eine Freundin? Leider nicht mehr.
Hattest du die vorher, bevor das alles passierte? Ja, da hatte ich sie noch und dann ist sie aber weggegangen, weil sie das nicht ausgehalten hat mit der ganzen Belastung halt. Kannst du das verstehen oder bist du traurig und ein bisschen wütend auf sie? Ja, irgendwo kann ich es nachvollziehen, muss ich sagen. Aber du bist, ich mag schon, du bist ein Kämpfer, ne? Du sagst, ich will mich damit nicht abfinden, ich will auch nicht jetzt schon immer nur Rente haben, ich will auch noch was machen. Ja, sicher, aber ich habe jetzt halt das Problem, ich war jetzt in einem anderen Krankenhaus und da hat man mir eben gesagt, da hat mir halt ein Arzt gesagt, er würde eine Verbesserung erzielen können, meine Hände, dass ich sie halt besser nutzen könnte, bloß mit einer gesunden Hand wird es nie zu vergleichen sein. Er könnte halt wirklich lediglich eine Verbesserung erzielen. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie doll diese Verbesserung sein wird, wenn er schon sagt, dass die nie wieder so wird wie eine normale Hand. Hast du denn den Eindruck, dass du bisher gut medizinisch versorgt worden bist? Oder hast du irgendeinen Verdacht, dass da vielleicht auch irgendwelche Fehler gemacht worden sind? Also ein Fehler wurde gemacht. Na, es wurden zwei Fehler quasi gemacht. Also einen Fehler hat man damals im Akutkrankenhaus gemacht. Obwohl eben ich denen absolut irgendwo keinen Vorwurf machen kann, weil die haben irgendwo mein Leben gerettet, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber man hat mir halt gesagt, die hätten meine Hände damals im Koma aufbiegen müssen. Ach so. Also, dann wäre es gar nicht dazu gekommen, halt zu dieser Sehensverkürzung. Ja, und das wurde halt bei mir nicht gemacht. Also du hast jetzt eine gewisse Hoffnung, dass der Arzt sagt, man könnte vielleicht etwas verändern, das wird nie wieder so sein wie vorher, aber vielleicht kann man was verändern. Ja, und nun weiß ich nicht, ob ich das machen sollte. Ach so. Weil wenn er nur eine Verbesserung erzielen könnte. Aber es wäre dann nochmal eine Operation an der Hand, ja? Ja, genau. Was spricht dagegen, das zu machen? Du hast schon so viel ausgehalten und so viel durchgemacht. Könnte man überlegen, zu sagen, okay, was habe ich zu verlieren? Dass es noch schlimmer wird, wahrscheinlich nicht, oder? Ja, es hat halt Geldgründe. Ne? Ich bekomme jetzt halt eine relativ gute Rente und noch eine Privatrente. Ja. Also zwei Renten kriege ich jetzt. Und damit komme ich gut über die Runden. So, wenn er jetzt meine Hand minimal verbessern könnte, ich weiß ja, er konnte mir ja nicht sagen, wie wäre das. Ach so, das heißt, dann würde die Rente runtergefahren oder gekürzt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie denn überhaupt noch genehmigt wird. Achso, verstehe. Ein wirkliches Dilemma. Verstehe. Nachher sagen sie zu mir, nee, du bist zu gesund, um Rente zu kriegen. Und wenn ich aus dem Arbeitgeber gehe und denen meine halb geschlossene Hand hingebe, dass er zu mir nie geh mal woanders hin. Verstehe. Dann sitze ich da. Also. Kein Job. Ja. Keine Rente. Kein Geld. Verstehe. Also das ist eine wirkliche Zwickmühle. Da besteht eventuell eine kleine Chance, dass sich das verbessert. Es besteht aber die große Gefahr, dass du keine Rente bekommst. Dann aber auch wiederum keinen Job, weil es eben immer noch nicht richtig in Ordnung ist. Ganz genau. Ne? So hast es mir erklärt. Schwieriges Problem. Du weißt nicht, was ich machen soll. Ich würde mich noch von einem anderen Arzt beraten lassen. Ich würde versuchen, noch genauer rauszukriegen, wie die Verbesserung aussieht. Was das genau bedeutet. Wenn ein Arzt, wie man kennt es ja, ein Arzt sagt das und der andere sagt das, und dann würde ich vielleicht sogar noch einen dritten einholen, wenn du das kannst, wenn du die Nerven dazu hast. Es wird ja auch wahrscheinlich gar nicht so viele Spezialisten geben, die das können, oder? Na, es gibt verschiedene Handchirurgien, auch sehr gute Handchirurgen. Ja. Ich war eigentlich auch in einer guten Handchirurgie, bloß da hat man damals irgendwie was operiert. Das kann auch aus, wo ich jetzt gewesen bin. Die haben mir eben gesagt, die Operation, die sie bei mir machen wollten, die konnten sie mit diesem Schnitt, den ich jetzt habe, die konnten sie nicht gemacht haben. Also sie haben da irgendwie was operiert, aber nicht das, was sie mir erzählt haben. Also haben da irgendwas anderes operiert. Also, dass du da sehr vorsichtig bist, kann ich gut verstehen. Wäre ich an deiner Stelle auch. Jetzt höre ich gerade die Schlussmusik. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Jetzt wollen wir aber nicht so eine Zack-Zack-Gespräche noch führen, sondern wir rufen dich gleich auf jeden Fall in aller Ruhe nochmal an, Thomas. Aber so von meiner Seite hier würde ich nochmal sagen, ich würde mir noch eine andere Meinung ranholen von einem anderen Chirurgen. Ja. Und mich da auch nochmal eingehend beraten lassen, was der sagt. Das ist schon eine schwierige Entscheidung, das kann ich gut verstehen, dass du da jetzt in der Zwickmühle steckst. Du legst auf, wir rufen gleich nochmal an, okay? Jo, danke. Okay, bis gleich, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Uli Krapp, bei Martin Haberbosch, Uwe Petersen, Heinrich Stanzig, Vivian Merschak, Jan Grefe zu Baringdorf, Christian Part, Manuel Jappes
und Magdalena Groß. Morgen sind wir wieder da. Morgen allerdings schon um 23.45 Uhr und dann ausschließlich im WDR Fernsehen mit meinem prominenten Gast Nicole. Und wenn ihr gerne mit Nicole sprechen wollt, ruft eine Stunde vorher an oder während der Sendung oder mailt uns unter domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Bye bye.